und trotzen dem ungemütlichen Wetter. Die SG Schlitzerland bekommt es bei eisigen Temperaturen mit dem SV Burghauen zu tun und es ist somit die einzige Gruppenligapartie an diesem Sonntag, die stattfinden kann. Die SG konnte die letzten drei Begegnungen gegen den RWB relativ deutlich gewinnen. Doch die Mannschaft mit mehr Zug zum Tor kommt aus Burghauen. Kaum 3 Minuten gespielt, Florian Dietzel vergibt die erste Großchance. Es wäre sein 3. Treffer in dieser Saison gewesen. Schlitzerland momentan richtig gut unterwegs, konnte zuletzt 4 Siege in 5 Spielen einfahren. Und hier wären sie fast in Führung gegangen. Keeper Daniel Heinrich pariert den Schuss zur Ecke. Burghauen ist das bessere Team. Die Ecke von Marius Ebert kann zunächst geklärt werden. Henning und Dubovi bringen das Leder wieder in den 16er und Florian Dietzel rutscht beim Schussversuch weg. Das Geläuf ist aber auch nicht das Einfachste. Die zweite Hälfte beginnt wieder mit den Mannen in Schwarz. Alban Hüseni prüft Marcel Treder. Prüfung bestanden. Kein Vorbeikommen am Schlitzer Torwart. Der RWB braucht dringend Punkte, Rang 15 ist zu wenig. Doch sie vergeben ihre Chancen fast fahrlässig. Michael Straub hatte die Führung auf dem Fuß. Und wenn die einen ihre zahlreichen Chancen liegen lassen, reicht den anderen oft nur eine einzige Gelegenheit. Philipp Jörg mit Gewalt. Ein Schuss wie ein Pferd. Die SG Schlitzerland führt quasi aus dem Nichts 1:0 nach 53 Minuten. Das erste Tor im Spiel ist gleichzeitig der Dosenöffner für die Hausherren. Burghauen hinten völlig offen und da ist das zweite Tor nach 65 Minuten. 7 Minuten später klingelt es dann zum 3. Mal. Daniel Heinrich ist zunächst noch dran, doch das Aluminium fungiert dann als Passgeber. 3:0, hier brennt nichts mehr an. 75 Minuten auf der Uhr, Freistoß für Rot. Thomas Mattes steht goldrichtig und kann einnicken. Jetzt wird es bitter für Burghauen. Das Tor nochmal in der Wiederholung. Und dann ist Schluss. Die SG Schlitzerland übersteht die ersten 45 Minuten ohne Gegentor und legt dem RWB in knapp 20 Minuten 4 Eier ins Nest. So kann Fußball sein. Der Doppeltorschütze ist bei uns am Mikrofon. Ja, also wir haben uns ziemlich schwer getan bis zur Halbzeit. Da hatten wir auch ein paar richtig gute Chancen. Da haben wir Glück gehabt, da das nicht gefallen ist, aber hatten auch wieder selbst gute Chancen. Da lief es einfach noch nicht. Und dann hatte ich zweimal Glück, dass ich richtig stand. Vorher noch der Jörg mit dem überragenden Tor. Hat es aufgemacht, das Spiel, und dann was zugemacht. Jetzt wird gefeiert. So sieht's aus. Ich hatte eigentlich geplant, wollte ich jetzt früh noch wieder nach Darmstadt zum Studieren, aber das verschiebe ich dann, glaube ich, auf morgen. Mehr Videos vom osthessischen Heimatfußball findest du in unserem Kanal. Einfach auf die Videoboxen klicken oder unseren Channel abonnieren.